Abstieg in die Fernsehvergangenheit, das Kulissenlager des RBB. Vor und in diesen Kulissen haben viele Prominente gestanden und früher natürlich in Schwarz-Weiß. Der Kabarettist Wolfgang Gruner kommentierte regelmäßig Politik und Sport. Heute Morgen standen über 15.000 Menschen bei bitterer Kälte an den Hängen und Pisten. Hans-Werner Kock ließ Mocker zum Interview mit Zara Leander reichen. Und Jürgen Graf rauchte sogar während des Interviews. Wir begrüßen sehr herzlich in Berlin Sophia Loren. Welcome to Berlin. Zu Gast in der Abendschau war auch Katharina Valente. Mit der Einführung des Farbfernsehens wurde dann auch das Puzzle unserer Prominenten viel, viel bunter. Live und in Farbe, Cliff Richard in der Abendschau und Ulrike von Möllendorf mit Hippie-Herzchen interviewt José Feliciano. Kirk Douglas spricht Deutsch. Ich glaube, das ist eine große Ehre, weil ich habe 3 oder 4 Filme in Deutschland gedreht. Und vielleicht ist das ganz gut, dass es nicht... Peter Ustinov übernahm auch schon mal eine Reporterrolle, während sich Evelyn Lazar ganz auf die große Elisabeth Bergmann konzentrierte. Sie waren alle vor dem blauen SFB-Mikro, auch David Bowie. Wir sind immer noch im Kulissenlager des RBB. Nun gehört es zur Natur einer Nachrichtensendung, dass sich Politiker Zeit für die Abendschau nehmen. Entweder vor unseren Mikrofonen irgendwo in der Stadt, aber sie kamen und kommen auch gern ins Studio. Ja, und wir freuen uns ganz außerordentlich, den Bundeskanzler begrüßen zu dürfen in unserem neuen Abendschau-Studio. Herr Kohl, wie finden Sie es denn? Ich habe kein abschließendes Urteil. Ich halte das mehr für eine Verkettung von Missverständnissen aufgrund von ganz verständlichen menschlichen Regungen. Das Amt des Bundespräsidenten prägt einen dann so, dass man es selber auch prägen kann. Und dann habe ich sehr viel Zustimmung gefunden. Aufschlag Becker! Auch das gab's. Michael Stich und Boris Becker im Doppel bei Friedrich Moll. Ja, und wer nicht zu uns ins Studio kam, mit dem hatten unsere Reporterinnen und Reporter eine Verabredung irgendwo auf dem roten Teppich in dieser Stadt. Und jetzt ist sie tatsächlich hier, Lilo Pulver, und fast ein wenig abgestimmt sind wir beide von den Farben her. Guten Abend, wie geht es Ihnen? Guten Abend, mir geht es sehr gut. Ein sehr gutes Verhältnis scheinen auch Petra Gute und Will Smith zu haben. I love Stone Songs very much. Dankeschön, ich liebe dich. Nice to have you here. Und manchmal sprechen Reporter und Prominente auch eine Sprache. Sehr gut Deutsch. Ich spreche sehr gut Deutsch. Wir haben viel Deutsch gesprochen, ne? Ja. Wir haben Deutschland geboren. Ich weiß, Ihre Mutter ist Deutsch. Ja, ja. Oh, you're speaking German? Ein bisschen. Ich kann nur ein bisschen Deutsch. Aber wir verstehen uns natürlich auch in Englisch mit der Prominenz, ob mit Johnny Depp, Dustin Hoffmann oder Denzel Washington. Stumme Zeugen der Fernsehgeschichte im RBB-Kulissenarchiv. Und im Laufe der Zeit waren auch immer mehr Tiere als Prominente in der Sendung. Hinter den Kulissen wartet mein Kollege Klaus Streber auf Sie, stimmt das? Ja, das stimmt, und zwar in einem ziemlich ungewöhnlichen... Elefanten waren fürs Studio zu groß, aber Affen kamen oft. Ein Gorilla kommentierte sogar regelmäßig das Zeitgeschehen im Zoo, Ivo. Unser Archiv, unser Programmvermögen, Gold wert. Und nächste Woche heben wir dann weitere Schätze aus dem Archiv.